Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man eine preiswerte Lösung finden kann, Foilquill auszuprobieren. Ich nehme den USB-Stift von Action und zweckentfremde ihn und nutze ihn in meinem Brothers Canon KTX 1200, der außerhalb der Garantiezeit ist. Ich sage das deswegen, ihr macht das auf eigene Gefahr. Und müsst euch bewusst sein, dass Garantieansprüche nicht mehr vorhanden sein werden. Sowohl bezüglich des Brothers und auch natürlich wegen des Stiftes von Action, weil ihr den natürlich bearbeitet. Außerdem solltet ihr einige Sicherheitsvorkehrungen beachten. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich nun doch mit dem Thema Foilquill beschäftigt. Ich wollte das ursprünglich nicht, weil ich gedacht habe, man kann sehr gut mit Gelmarkern arbeiten. Ich habe das neulich ja auch schon gezeigt, hier mit solchen Gelstiften. Und man nimmt einfach einen Universalstiftehalter und zeichnet los. Das funktioniert wunderschön, sieht auch gut aus. Da gibt es dann zum Beispiel solche Resultate. Aber Foilquill ist noch mal wieder was anderes und ich wollte mir nicht ein Set kaufen für ja, viel Geld und dann nutze ich es vielleicht doch nicht so häufig. Vielleicht ist es ja auch nicht sowas für mich. Und ich habe mir vor geraumer Zeit schon mal beim Action dieses Set, das heißt dieses genau, habe ich jetzt erst kürzlich noch mal zusätzlich erworben. Ich hatte aber zuvor schon eins. Die sind nicht wirklich teuer, sind aber nicht für den Plotter geeignet, muss ich ganz offen sagen. Also direkt drauf loslegen kann man damit nicht, weil nämlich der Stift hier zu breit ist. Und egal, was ich nutze, ich habe ja beim Brava verschiedene Universalstiftehalter. Ich habe den breiteren im Durchmesser und den kleineren, beides passt nicht. Kleine sowieso nicht und der große auch nicht. Ja, und was kann man jetzt tun, wenn man das trotzdem mal gerne preiswert ausprobieren möchte? Ja, da habe ich mir dann gedacht, man könnte doch vielleicht den Stift bearbeiten. Und zwar habe ich dieses gummierte, das haben wir dann entfernt. Ich muss wir sagen, weil ich das nicht alleine gemacht habe. Mein Mann hat mir da geholfen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, dieses Dicke hier abzuschleifen. Dann nimmt man das grobe Schmirgelpapier und dann feineres. Und dann passt das auch in dem Halter. Das habe ich schon ausprobiert. Jetzt muss ich gerade mal schauen, welchen ich jetzt hier habe. Ich habe, glaube ich, jetzt hier sogar den größeren. Ich muss noch mal schauen. Also hier passt er gut rein. Das ist der größere. Und ich kann den festziehen. Und der ist wirklich, man hat es jetzt gerade gehört, ist auch wirklich eingerastet. Also es funktioniert. So, ich kriege den durch. Jetzt nehme ich noch mal zur Kontrolle den kleineren, den dünneren. Da würde es nicht gehen. Also wer den dünneren hat, der muss dann entweder weiter schmirgeln. Ich weiß aber nicht, na gut, es ist noch Material da hier an dem Stift. Aber jetzt muss ich mich noch mal per Voice-Over einblenden, denn ich würde auf gar keinen Fall weiter das herunterschmirgeln, weil natürlich das Metall, was da drunter sitzt, heiß wird. Und es kann sein, dass ihr dann das Plastik auch von dem Universal-Stiftehalter weich macht bzw. anschmurgelt. Also den dünneren würde ich dann aus meiner Sicht, ich habe es nicht probiert, aber ich würde es aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen. Weil ich glaube, man muss zu viel Material runternehmen, dann ist eventuell der Kontakt zu dem Metall da und man möchte ja auch nicht dann die Halterung, also diesen Schlitten, wo dann das Zeichengerät hin und her gefahren wird, beschädigen. Also wirklich aufpassen, lieber lassen. Ich habe es halt mit dem
hier, der war auch als erster rausgekommen bei Brava. Vielleicht haben den auch viele. Also man kann das wirklich dann durchstecken. Moment, ich muss das erstmal hier wieder öffnen. So. So. Und ich nehme dieses Hilfsmittel, lege das hier ein, schiebe es bis dahin durch. Bis da muss es unten die Spitze muss die Kante da berühren. Und dann ziehe ich das fest und habe jetzt meinen Stift fertig zum Folieren. Dann wird er hier reingesteckt und man kann normal arbeiten. So, vorweg. Ganz wichtig. Garantie solltet ihr auf dem Gerät, auf dem Brava, nicht mehr haben, weil mit so einer Benutzung macht ihr euch natürlich sämtliche Garantieansprüche kaputt. Und deswegen, also mein Gerät ist außerhalb der Garantie und ich wollte es mal ausprobieren. Bei mir ist nichts passiert. Ich würde nichtsdestotrotz würde ich eine Powerbank empfehlen zu nutzen. Mir könnt ihr nehmen, was ihr zu Hause habt. Ich habe diese hier. Und dann gebt ihr den Stift da rein. Das ist ja ein USB-Anschluss. Und ladet ihn. Ich mache das nicht im Gerät. Ich lade das oder ich heize das Gerät vorher etwas auf. Und wenn ich dann sicher bin, ich will jetzt meine Sachen folieren, dann habe ich die Matte vorbereitet, ich habe mein Papier aufgelegt und ich nutze die Folie. Das hier ist die Folie, die dabei ist. Die ist hitzeaktivierbar. Ne? Das ist, ich weiß nicht genau, wie man das dann nennt. Es steht aber auch drauf, dass die Folie geeignet ist für hier Craft and funktioniert nur in Verbindung mit Crafts and Co. Heat Active Foil. Es gibt auch eine andere Folie, die man zum Kleben wunderbar nehmen kann, aber die funktioniert mit dieser Technik nicht. Man kann auch Folien dazu kaufen von allen möglichen Firmen. Ich habe jetzt hier eine noch von Action. Die war günstig zu bekommen. Ich habe nicht mehr alle Farben vorfinden können. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wo es steht. Geeignet für, sieht man das? Heat Active Pen, Hot Foil Pen, Stilo und so weiter. Das sind jetzt hier die Übersetzungen. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, weil wenn man die falschen Folien hat, funktioniert das auch mit dem Folieren natürlich nicht. Ein Probelauf habe ich mal gemacht und ich habe hier wirklich ein Restpapierstück genommen und ja, ich hatte noch vor, etwas für Weihnachten zu machen. Hier sieht man Merry Christmas, es ist ein schöner Schimmer. Selbstverständlich wäre jetzt ein Papier, das einen neutraleren Hintergrund hätte, besser, aber das funktioniert. Diese Motive sind nicht von mir gezeichnet oder vorbereitet, die sind von Brava, das muss ich auch dazu sagen. Und zwar habe ich die genutzt vom Embossing Kit. Da kriegt man, wenn man das aktiviert hat, einige Beispiele und die kann man dann auch hierfür, diese, man braucht da ja Single Lines, kann man das dann zeichnen und dann auch eben hier so schön folieren. Theoretisch könnte ich auch dieses hier, was ich mir mal selber gemacht habe, das könnte ich auch folieren. Da gibt es Möglichkeiten. Diese Dateien hier, die auch bei diesem Brava Scan & Cut DX Geräten dabei sind, die kann man auch nehmen. Also beispielsweise dieses Motiv hier, das kann man dann, ich zeige das mal ganz kurz, hier einfügen. Und dann drückt man OK, bitte wählen
Und dann geht man hier auf Zeichnen. Und dann hat man natürlich den Stift hier vorher erhitzt, steckt ihn dann hier rein und dann kann es losgehen. Das funktioniert wunderbar. Soweit das kleine Intro, die kleine Erklärung. Ich habe in der Zwischenzeit meine Matte eingelegt, habe ein kleines Stück schwarzes Papier, das ist dieses aus dem Actionblock. Ich glaube, ich hatte das schon mal in einem anderen Video erwähnt, aber ich zeige es nochmal. Das ist dieser Block hier und da gibt es verschiedene Farben, das Kraftpapier, so cremefarben, schwarz. Und hier, dieses hier ist das dünnere Papier, was ich jetzt nutze und das ist sehr schön glatt. Ich habe das mit meinen Gelmarkern benutzt und fand das richtig toll. Da ist der Stift so richtig gut drüber gefahren und hat das wunderbar gemacht. In der Zwischenzeit habe ich dieses Motiv mir ausgewählt. Das ist auf dem Gerät drauf. Das hatte ich jetzt eben ja schon gezeigt. Das ist eins der Motive, die zu diesem DX-Gerät, zu dem Brava Scan Cut DX dazugehören. Und ich habe das zentriert und die Matte eingescannt, sodass ich weiß, ich kann das mal vergrößern, dass ich die richtige Positionierung hier habe. So. Okay. Der Stift wird gerade aufgeheizt. Ich habe eine Powerbank hier extern angeschlossen und das hier ist eine Blechdose, da kann also nichts passieren. Deswegen Vorsicht bitte. Ich nehme jetzt noch ein Reststück, was ich habe von der Folie, die war bei dem Stift dabei und möchte das hier platzieren. Ich merke aber, dass diese Folie etwas zu groß ist. Wenn ich die jetzt hier drauf befestige, habe ich ein Problem, weil das hier klebrig ist, wird es mir meine Folie abziehen. Das heißt, ich habe dann hinterher die Folie hier drauf. Das wollen wir nicht. Darum greife ich jetzt zu einer Schere und schneide mir das passend zu. Moment, das muss ich mal eben ein Stück außerhalb machen. Mal gucken. Also das ist jetzt in Ordnung. Weil ich will nicht, dass mir die Folie, nur so zur Erklärung, dass mir die jetzt hier auf meine Matte fällt und dann meine Matte versaut. Ich meine, die beste ist sie jetzt nicht mehr, aber ich habe sie schon ziemlich genutzt. Sie ist ein bisschen, ja, auffrischungsbedürftig, aber was soll's. So würde das auf jeden Fall gehen. Jetzt brauche ich noch ein Tape. Ich muss das nämlich fest tapen. Also wer jetzt schon foliert hat, für den ist das nichts Neues. Aber ich wollte es trotzdem mal von Anfang bis Ende, vielleicht sind ja auch Anfänger dabei. Ich bin eigentlich hier, was das Folieren anbetrifft, auch nicht der Profi. Ich weiß theoretisch, wie es geht. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal auch gemacht. Aber dass ich da mich super gut jetzt mit auskenne, kann ich jetzt auch nicht behaupten. So, ja, ich hoffe mal, dass das gut geht. Ich merke, dass der Stift warm geworden ist. Also natürlich fehlt jetzt die Gummierung, aber die Gummierung ist eigentlich dafür da, denke ich, dass man einen besseren Grip hat, wenn man das in die Hand nimmt. Weil das ist ja eigentlich ein Stift, der nicht für den Plotter gedacht ist, sondern dass man mit der Hand irgendwas schreibt. So, ich gebe das jetzt hier rein. So, ich drücke jetzt hier auf OK. Nochmal OK. Bitte wählen. Zeichnen. Da sehe ich das Motiv, das ist jetzt das Einzige, was hier drauf ist. Ich kontrolliere hier nochmal, ich habe hier den Zeichendruck, ich stelle mal auf 5, Zeichengeschwindigkeit habe ich auf 4. Kann man auch langsamer stellen, aber es ist jetzt nicht so hochkompliziert. Auf das Kabel müsst ihr bitte auch aufpassen, ich habe das so platziert, dass es nicht hier im Weg ist und dass hinten auch Platz frei ist
für die Matte, dass die rausfahren kann. Das ist immer wichtig. So, das war's auch schon. Er ist fertig. Als erstes nehme ich wieder den Stift raus. Ich lasse den nicht da drin. Ich drücke jetzt hier OK. Und dann wollen wir mal schauen. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Ein wunderschöner Schimmer. Das Motiv ist wirklich perfekt abgebildet. Und ich könnte mir jetzt den Streifen richtig passend zuschneiden. Ich wollte jetzt nur zeigen, dass es funktioniert, dass man es benutzen kann. Und ich sag mal, was ihr dann foliert, was ihr daraus macht, das ist euch überlassen. Es sollte nur ein kleiner Tipp sein. So, mein Fazit. Ich habe das gerade aus der Halterung herausgenommen. Die Halterung ist jetzt nicht wirklich warm geworden. Ich habe das über einen längeren Zeitraum an meiner Powerbank. Ich zeige das mal eben. So, die hatte ich hier eingeschaltet. Die ist auch noch eingeschaltet. Und es ist, ich kann jetzt die Temperatur hier nicht messen, aber es ist handwarm. Ich kann es gut anfassen. Es ist jetzt nicht, dass es den Bereich hier total anschmurgelt, weich macht oder sonst was. Diese Spuren, die sind vom Schleifen. Trotzdem, Vorsicht. Bitte aufpassen. Also es ist halt etwas, was man nicht unbeaufsichtigt lassen sollte. Auf gar keinen Fall hier drin stecken lassen. Und aufheizen immer. Passt drauf auf, dass ihr nicht Plastik habt, Papier oder sonst was, was entflammbar ist. Dass man da eine Unterlage hat, die dafür geeignet ist. Ich habe auch schon eine Datei gehabt. Ich habe mir eine gekauft, die von Miriam Kreativ ist, die wirklich sehr filigran ist. Und ich glaube, ich habe da 15 Minuten gebraucht. Und das hat der Stift eigentlich auch ganz gut überstanden. Da verrutscht auch nichts. Also erfreulicherweise bleibt er auch in der Halterung drin. Also nicht, dass er hochrutscht. Also bei mir ist das zumindest so der Fall. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, es wird ein Werkzeug sein, was ich hin und wieder mal benutze. Dafür ist es dann okay. Wer das vielleicht häufiger braucht, da weiß ich jetzt nicht, ob das für einen Dauereinsatz geeignet ist. Dazu kann ich nichts sagen. Also ich habe jetzt nicht den ganzen Tag lang von morgens bis abends damit herumgewerkelt. Vielleicht ist dann ein anderes, die dann vielleicht auch Garantieansprüche oder ähnliches übernehmen, sinnvoller, besser. Nichtsdestotrotz, es ist fein zum Ausprobieren. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich habe jetzt nur für euch jetzt mal hier diese kleine Sache hier demonstriert. Man kann das viel größer, viel filigraner noch machen. So wie, ich weiß, das ist jetzt nicht der perfekte Hintergrund, aber auch bei diesen Details. Also es ist wirklich gut geworden und es hat mir Spaß gemacht und ich würde es auch jederzeit wieder ausprobieren und vielleicht auch noch ein paar Karten gestalten, Verzierungen und ähnliches. Aber für mich wäre das jetzt nichts, mir ein riesiges Set zu kaufen, ein teures Set, weil ich glaube, ich wende das nicht so furchtbar häufig an. Und dafür ist das genau richtig. Das ist so mein persönliches Fazit. Ich spreche da nur aus meiner Erfahrung und was ihr dann daraus macht oder was ihr gerne nutzen wollt, das ist euch überlassen. Ob ihr dieses Risiko wegen der Garantie eingehen wollt oder nicht, ist auch euch überlassen. Wie gesagt, ihr handelt auf eure eigene Kappe, auf euer eigenes Risiko hin und ihr müsst halt ein bisschen aufpassen. Das müsst ihr aber auch. Ich bin jetzt hier wirklich sehr, sehr vorsichtig und erwähne das alles. Auch wenn ihr das andere Set nehmt von einer anderen Firma, auch da müsst ihr aufpassen, weil
Auch das wird selbstverständlich heiß. Und ich bin kein Freund davon, das hier lange drin zu lassen. Ich möchte die Matte oder mein Gerät hier nicht beschädigen. Und ich meine, die Geräte sind teuer, deswegen nimmt man sich da so ein bisschen in Acht. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, viel Freude mit dem Plotter und vielleicht auch mit diesem Stift. Selber geschmirgelt habe ich das nicht. Das hat mein Mann gemacht, aber mit einem recht groben Schmirgelpapier und dann einem dünneren, feineren zum Glätten geht es. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich müsste dann ja, das mal messen. Also das kann ich euch jetzt nicht sagen, welchen Durchmesser das hat. Am besten immer den Universalstiftehalter dabei haben und immer mal zwischendurch hineingeben, nicht, dass ihr zu viel abschmurgelt, schmirgelt und dann ja, passt das nicht mehr, weil ihr dann das hier nicht mehr zuklicken könnt. Das wäre dann nicht so gut. Das sollte man vermeiden. Ja. Wie gesagt, viel Spaß mit dem Plotter, viel Spaß mit diesem Stift von Action. Man kann ihn natürlich trotzdem auch noch normal mit der Hand benutzen. Das geht auch. Also ich kann ihn ganz gut anfassen und auch wenn jetzt hier diese Gummierung drauf wäre, würde der auch warm sein in der Hand. Also könnt ihr auch noch diese ganzen Reste. Ich nutze diese Reste auch noch. Man kann die ja hier zum Beispiel kann man auch noch ein kleines Wort oder eine Schneeflocke, eine Blume oder was auch immer, zu welcher Jahreszeit ihr das gerade benötigt, könnt ihr das benutzen. Ich zeige euch das ja jetzt im Dezember, wo man eher was für Weihnachten plottet, aber solltet ihr im Sommer mal vielleicht das Video sehen, dann habt ihr vielleicht Schmetterlinge oder ähnliches. Ja, ich verabschiede mich für heute und ja, hoffe mal, es war jetzt interessant für euch. Hinterlasst mir vielleicht, wenn ihr mögt, einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Bis dann. Tschüss.